Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zum Akinator, dem allwissenden Internet-Guru oder Genie oder was auch immer. Der Internet-Genie, so heißt der. Akinator, the Web-Genie, das steht da oben. Und wir machen es ein bisschen anders. Und zwar werde ich jetzt bei jeder Folge ein Thema auswählen. Das heißt zum Beispiel, ich werde nicht irgendwie einen YouTuber wählen und dann werde ich irgendwie einen Cartoon-Charakter nehmen, sondern wirklich entweder Cartoon-Charaktere oder nur YouTuber oder nur das oder nur Models oder nur das oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Heute werden wir nur noch Pokémon suchen. Wir alle kennen Pokémon. Ich bin mir sicher, du kennst Pokémon. Du kennst genug Pokémon, okay? Keine Sorge, ich nehme auch die leichten Pokémon, die wir alle kennen. Denn die sollten wir alle kennen. Wenn du kein Pokémon kennst, sag bitte nicht nein. Du bist echt nicht in unserer Welt. Du solltest auf jeden Fall bei Pokémon spielen. Weil das muss jeder wenigstens kennen, okay? Und ja, ich werde Pokémon suchen, die wenigstens, also die ihr kennt, aber die schwerer zu finden sind. Also sowas wie Pikachu werde ich nicht nehmen. Aber ich würde euch nicht sagen, was ich suche. Das müsst ihr selber raten. Vielleicht seid ihr ja sogar schneller als der Akinator. Obwohl, das glaube ich eher weniger. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein, es ist ein Pokémon. Ich schätze mal, es ist nicht durch den Gameboy berühmt geworden. Ich habe Nein angeklickt. Wieso dauert das so lange? Ich kann einfach alles anklicken. What the fuck? Okay, der Akinator ist abgestürzt. Hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Also nein. Yes, jetzt geht's. Kommt deine Figur aus Österreich oder Deutschland? Nein, ich glaube, Pokémon ist japanisch. Lebt deine Figur... Ah, Moment mal, welches Pokémon suche ich überhaupt? Oh mein Gott, ich habe voll die Idee. Ich habe so eine Idee. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Hat deine Figur... Ist deine Figur eine Manga-Figur? Japanische Trickfilme. Ist Pokémon ein Manga? Ja, Pokémon ist ein Manga, glaube ich. Ja, also ich sag ja. Ist deine Figur männlich? Nein, also es ist gar nichts. Nicht männlich, nicht weiblich. Glaube ich. Ist es... Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist deine Figur ein Po... Moment mal. Wie lang bin ich... Das ist die sechste Frage, oder? Das ist die sechste Frage. Ja, es ist ein Pokémon. Kann deine Figur mit Blitzen umgehen? Ja. Ja, kann es. Aber es ist nicht Pikachu, ich verspreche es. Gehört deine Figur zu Hefley Familie? Nein, tut es nicht. Lebt deine Figur in einem Studentenwohnheim? Nein, es ist ein verdammtes Pokémon, es studiert nicht. Was zum Teufel? Mag deine Figur Blitze? Oh ja, er liebt Blitze oder S oder was auch immer. Hat deine Figur schwarze Pfoten? Nein, hat es nicht, definitiv nicht. Hat deine Figur etwas mit Pikachu zu tun? Hätte ich Pikachu gewählt, hätte ich jetzt ja angeklickt, dann würde das ja heißen, aber dann wüsste er sofort, wer es ist. Aber nein, hat deine Figur Beine? Nein, hat es nicht. Ist deine Figur grau? Ja, das ist sie. Wisst ihr es schon? Wenn ihr es wisst, dann macht die Schultertanz. Genau das macht die jetzt. Ist deine Figur grau? Ja, das ist sie. Hat deine Figur Augen? Ja, ich glaube sogar mehrere. Also erst hat es zwei Augen und wenn es sich weiterentwickelt, hat es drei Augen. Bellt deine Figur? Nein, es ist kein Hund, okay? Ist deine Figur grau? Ja, wie eben schon gesagt. Hilft deine Figur gerne Obdachlosen? Nein, aber es macht gerne Pokémon-Kämpfe und das Ganze. Ich denke, wir kennen alle diese Pokémon-Kämpfe in Pokémon. Das ist eigentlich der Grund, wieso Pokémon so berühmt ist. Wegen den Kämpfen. Ist deine Figur 20 cm groß? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht die genaue Größe. Aber ich kenne was anderes, was... egal. Stammt deine Figur aus einem Kartenspiel? Ja, Pokémon ist ein Kartenspiel, aber er stammt nicht aus... Nein. Ist deine Figur weiß? Lass mich kurz mal nachsehen. Also, meine Figur ist mehr grau, aber wahrscheinlich kann man machen, weil er es auch in die Richtung weiß geht. Ist deine Figur ein Pokémon... Ja, das hast du mich bei der sechsten Frage schon mal gefragt. Hat deine Figur etwas mit Bällen zu tun? Ja, irgendwie schon, er ist ein Ball. Macht deine Figur Let's Plays? Nein! Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Nein, es ist falsch. Ernsthaft? Ich habe gesucht nach Magnetilo. Kennt ihr Magnetilo? Niemand wird drauf kommen, glaube ich. Niemand. Kennt ihr nicht Magnetilo? Magnetilo, dieses komische, keine Ahnung. Googelt einfach mal, dann wisst ihr, wer es ist. Nein, es ist falsch. Oh, das ist wirklich peinlich gerade, Akinator. Ey, ich schäme mich gerade für dich. Leck! Was? Meine Figur ist nicht in der Liste. Magnetilo. Ah, hier haben wir es. Ja, Magnetilo-Pokémon. Yep, du hast mir eine Falle gestellt, aber sowas von. Schaut euch mal, wie er schaut. Er ist ziemlich verzweifelt, das kann man ihm ansehen. Wahrscheinlich kann er mittlerweile nicht mehr den Schultertanz machen. Kann ich aber auch verstehen. Dieser Lappen. Okay, ich habe ein Pokémon. Das ist ziemlich bekannt. Aber er würde niemals im Leben drauf kommen, denke ich. Weil... Manchmal, es gibt so viele Pokémon nun mal, aber ich nehme die ersten 150 meistens. Und
Es ist wirklich nicht so einfach, auf dieses Pokémon zu kommen. Ist deine Figur ein Mensch? Nein, ist es nicht. Ist deine Figur durch YouTube bekannt geworden? Nein. Durch den Gameboy. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja, das tut sie. Etwas mit Nintendo zu tun? Ja, schon. Also, ich glaube, Pokémon an sich kommt nicht von Nintendo, aber der Gameboy kommt von Nintendo. Und Pokémon wird auf dem Nintendo gespielt, schätze ich mal. Aber ich glaube, Pokémon ist keine Nintendo, oder? Ich weiß es wirklich. Oder doch, doch, doch. Na klar. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ja. Ist deine Figur? Ja, ist es. Okay, ja, du hast mich. Ist deine Figur dafür bekannt, dass sie frech ist? Moment, wenn. Ah, okay. Nein, ist sie nicht. Definitiv nicht. Du kommst nicht drauf. Hat deine Figur etwas mit Martial Arts zu tun? Nein, es ist nicht Mahomai. Der Protz. Mahomai hat Muskeln. Übel besser Kerl. Hat deine Figur mit dem. Nein. Das Pokémon spielt nicht Fußball, Akinato, bitte. Ist deine Figur auf einem Logo zu sehen? Keine Ahnung, ich glaube eher weniger. Ist deine Figur klein? Nein, eigentlich mittelgroß. Hat deine Figur Flügel? Nein, erst die Weiterentwicklung hat Flügel. Aber noch nicht. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Nein, das tut sie nicht. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Nein, sie hat gar keine Beine. Gar keine Beine. Erst wenn sie sich weiterentwickelt, hat sie zwei Beine. Wird deine Figur oft aggressiv? Nein, es ist ziemlich friedlich, muss ich sagen. Es wird eigentlich nie aggressiv. Nope. Es ist ein sehr friedliches Pokémon. Zockt deine Figur. Vielleicht zockt dieses Pokémon ja Pokémon, wer weiß. Aber ich glaube eher weniger. Ist deine Figur blau? Ja, das ist es. Ist deine Figur gefährlich? Irgendwie weniger. Also, natürlich ist es ein Pokémon. Pokémon sind immer gefährlich. Ich meine, ich will keinen Donnerblitz von Pikachu abbekommen. Weil es könnte mich ziemlich schocken. Das will ich nicht. Aber sie ist nicht wirklich gefährlich, kann man nicht sagen. Lebt deine Figur im Wasser? Kann. Ja, kann. Hat deine Figur... Ja, hat sie. Lebt deine Figur in der Hölle? Ja. Hat deine Figur einen breiten Mund? Ich glaube nicht, nein. Ist deine Figur blau? Ja. Oh mein Gott. Hat deine Figur was mit einem Drachen zu... Ja. Stammt deine Figur aus dem Kassel? Ja. Ist deine Figur auch oft auf dem Meer? Ja, ist sie. Es ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch. Es war Dragonier. Hab ich doch gesagt, er findet's nicht. Holy shit. Ah, Pokémon ist nicht seine Stärke, glaube ich. Milotic, Wasser-Pokémon, nein. Es ist falsch. Fortfahren, nein. Ich hab die Schnauze voll. Dragonier, hier haben wir es doch. Es kann doch nicht so schwer sein. Soll ich es ein bisschen einfacher machen? Ja, schau bloß so. Hast du nicht anders verdient. Oh, ich hab eine Idee. Dieses Mal wird's aber ein bisschen einfacher, aber das Pokémon ist so richtig cool. Aber wenn ich dieses eine Wort sage, vielleicht fragt ihr mich das, dann wisst ihr sofort, wer es ist, denke ich. Aber ist deine Figur klein? Nein, sie ist mittelgroß. Hat deine Figur Haare? Ich glaube eher weniger, nein. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Ja, das tut sie und es ist nicht Pikachu. Ich weiß, Pikachu läuft auf zwei Beinen, aber es ist nicht Pikachu. Okay, Akinator. Hat deine Figur Flügel? Nein. Er kann aber trotzdem fliegen, auch ohne Flügel. Was irgendwie die meisten können in Pokémon. Sogar Pikachu kann fliegen. Ohne Scheiß, solange wie der sich in der Luft aufhalten kann, der kann sowas verfliegen. Ist deine Figur blau? Ja, yep, das ist sie. Hat deine Figur etwas mit Wasser zu tun? Nee, eigentlich eher weniger. Ich meine, das Pokémon hat keine Angst vor Wasser, aber... Ja. Ist deine Figur im Ruhrpott aufgewachsen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist deine Figur unbekannt? Nein. Ist deine Figur ein Pokémon? Ja, er kommt auf die richtige Richtung. Yay. Trägt deine Figur Socken? Nein. Es gibt kein Pokémon, was Socken trägt. Es sei denn, doch, es gibt eins, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Also, nein, tut es nicht. Ist deine Figur ein Kampf-Pokémon? Nope. Hat deine Figur was mit einem Drache zu tun? Auch nicht. Das war das letzte Mal der Fall. Aber da hast du es ja nicht erraten. Stammt deine Figur aus Dänemark? Das ist so eine behinderte Frage, wenn es ein Pokémon ist. Dann kann's. Okay, wisst ihr was? Nein, tut sie nicht. Ist deine Figur eher schlank? Nicht unbedingt, nein. Er ist nicht mal muskulös, er ist. Ich kann es nicht mal beschreiben, was er überhaupt ist. Hat deine Figur etwas mit Feuer zu tun? Nein! Kann deine Figur fliegen? Ja, kann sie verbessern. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht zu 100%. Also ich denke, ich sag trotzdem, ich weiß nicht. Ist deine Figur ein Roboter? Das Gegenteil vom Roboter. Was ist das Gegenteil von einem Roboter? Es gibt etwas, was ich finde, das Gegenteil von einem Roboter ist. Aber ich will es euch nicht sagen. Macht deine Figur Kämpfe? Ja, klar macht sie das. Ist deine Figur... Ja, es ist ein Pokémon. Wie oft willst du mich das noch fragen? Ist deine Figur bösartig? Ich denke irgendwie nicht, aber ich habe keine Ahnung. Ist deine Figur Lead-Gitarrist? Nein, er ist auch kein Gitarrist. Ist deine Figur über 20? Sorry, ich habe keine Ahnung. Ist deine Figur ein Drache? Nein, oh, er wird Jahre dauern. Hat deine Figur Zähne? Keine Ahnung. Bitte rate nicht jetzt schon. Ist deine Figur erst lang? Mann, ich... Woher soll ich das wissen? Nein. Was?
Wer ist das? Kennt den jemand? Ist das überhaupt ein Pokémon? Ist das ein Pokémon? Ich hab an Gengar gedacht. Kennt ihr das Pokémon nicht? Gengar, dieser Geist. Hab ich irgendwas falsch beschrieben? Ist er schlank oder... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute ist nicht sein Tag. Heute ist nicht sein Tag. Er ist komplett schlecht. Das ist echt scheiße. Nein, das ist falsch. Ich will auch nicht weiterspielen. Nein, nein. Du hast es verkackt. Ja, Gengar, hier ist es doch. Was zum Teufel? Das war gar nicht so schlecht. Ja, du bist... Das kann nicht sein. Vielleicht liegt es auch daran, weil Pokémon nicht so wirklich eine richtige Eigenschaft haben. Also, man sieht sie zwar, wie sie kämpfen, aber sie haben nicht so eine richtige Eigenschaft, um sie perfekt zu beschreiben. Man kann halt ihr Aussehen beschreiben, aber er hätte mich ruhig fragen können, ist es ein Geist-Pokémon oder keine Ahnung, wie sowas. Deswegen, es ist ziemlich schlecht heute. Pokémon ist definitiv nicht seine größte Stärke. Oh, ich habe eine Idee. Wir suchen heute ein kleines, süßes Pokémon, aber das ist so cute, dass ich sogar als Haustier nehmen würde, weil es auch schwach ist. Es ist verdammt schwach, es ist cute, es ist süß. Es ist das süßeste, einer der süßesten Pokémon, die es gibt in Pokémon. Es ist wirklich so cute, ich liebe das Pokémon. Es ist auch ganz klein und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Also was für ein Tier es sein könnte, wie im echten Leben. Zum Beispiel Pikachu ist eine Maus, Dragoran ist ein Drache. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedes Pokémon hat irgendwie so seine eigene... Es kann ein Tier sein. Die meisten Pokémon sind irgendwie Tiere oder sollen an Tiere angrenzen, wenn ihr versteht. Aber dieses Pokémon ist eher... Was ist es eigentlich? Ich glaube, ein Eichhörnchen, oder? Nein, das ist es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es süß. Kommt deine Figur in Pokémon-Trickfilm vor? Ja. Ist deine Figur gelb? Nein, es ist nicht Pikachu. Es ist nicht Pikachu, okay? Ich suche nicht Pikachu. Pikachu wurde bestimmt millionenmal gesucht. Nein. Hat deine Figur eine feste Freundin? Nein, hat deine Figur eine Freundin? Er hat mich gerade gefragt, ob meine Figur eine feste Freundin hat. Und jetzt fragt er mich, ob meine Figur eine Freundin hat. Okay, nein, hat es nicht. Was, er, sie, keine Ahnung. Es kann sein. Pokémon haben ja auch Beziehungen. Stimmt's? Ich glaube es. Ist deine Figur BMX-Faller? Nein. Ist deine Figur klein? Ja. Spielt deine Figur gerne mit dem Feuer? Nein, ich kann mir das nicht vorstellen, sonst brennt sein Fell ab. Aber viele Pokémon haben ein Fell, also das ist kein Spoiler. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Nope. Yep, auf vier Beinen. Hat deine Figur Tierfreunde? Keine Ahnung. Es ist ein Pokémon. Kommt deine Figur aus Bosnien? Nein. Ist deine Figur grün? Auch nicht. Trägt deine Figur Perücken? Nein, tut sie nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hat deine Figur ein braunes Fell? Ja. Hat deine Figur große Zähne? Nee, ich denke eher kleine Zähne. Hat deine Figur lange Ohren? Lass mich kurz mal nachsehen. Oh ja, das hat sie. Yep, das hat sie. Ist deine Figur ein Hund? Ist es ein Hund? Ist es ein Hund oder nicht? Ich glaube nicht. Das sieht alles andere aus als ein Hund. Also keine Ahnung. Ist deine Figur rosa-rot? Ja. Verfügt deine Figur über die Attacke Tackle? Ja. Ist deine Figur blauhaarig? Ja. Ich hatte die vor aus dem Kartenspiel. Nein. Ist deine Figur ein Feuer-Pokémon? Nein, ist es nicht. Es ist normal, glaube ich. Ja, normal. Ist deine Figur braun? Ja. Wieso musst du rassistisch sein? Ich hab dich schon... Er hat mich dreimal gefragt, ob meine Figur braun ist. Ist deine Figur ein Mensch? Nein, es ist ein Pokémon. Wurde deine Figur durch einen YouTuber berühmt? Nein, auch nicht. Yay! Eine Person, die ihr wenigstens richtig geraten hat. Oh mein Gott. High five, Akinator. Psst. Yeah! Er hat schon seine Hand so rausgesteckt, ihr seht. Ja, gib mir durch einen High five. Ich weiß, ich bin total toll. Nice gemacht, Bro. Du hast einen guten Job gemacht. Nochmal High five. Oder ihr wollt? Achso, okay. 3, 2, 1... Yes! Woo! Okay, ich will das Video für das Mal stehen lassen. Das war eine Menge Spaß. So, ja, schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, was, also welche Person ich als nächstes suchen soll, weil da stehen sowieso nur YouTuber. YouTuber sind auch wirklich die, die am meisten hier gesucht werden. Schreibt mir ein Thema rein. Zum Beispiel beim letzten Mal war es schon YouTuber. Heute war es Pokémon. Und bitte ein Thema, was ein bisschen... Ihr wisst schon, keine Ahnung. Ey, auf jeden Fall ein Thema. Also vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass. Ihr seid und liked das Video. Schau auf mein Kanal, wer mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt mal solche Beispiele. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1. Schau!